weiter SWR. Das knüpft oder knüpft direkt an S21. Sie haben eben gesagt, Herr Lutz, Ihre Sympathie für das Projekt sei ungebrochen und Sie seien finster entschlossen, ich zitiere wörtlich, das zu Ende zu bauen. Wie soll ich denn finster in diesem Zusammenhang verstehen, würde ich gerne wissen. Zweitens, Herr Bofalla, Sie haben gerade, geht aber auch an Sie beide, eben gerade gesagt, die Kosten seien im Rahmen. Die Gutachten, die der geneigten und auch der weniger geneigten Öffentlichkeit vorliegen, sehen die Kosten nicht im Rahmen. Ihr KPMG-Gutachten möglicherweise, wann wird es uns mal zur Verfügung gestellt, dass wir das mal reingucken? Und drittens eine ganz konkrete Frage, wie wollen Sie bei Halbierung der Gleise, bei einem Durchgangsbahnhof eine Leistungssteigerung hinkriegen? Das müsste ich gerne mal erklärt haben. Gut, nachdem Sie ja gesagt haben, dass der dritte Teil, der konkrete Teil der Frage ist, brauche ich auf den ersten Teil jetzt nicht wirklich konkret zu antworten. Finster entschlossen heißt, dass wir uns von diesem Projekt nicht mehr abbringen lassen wollen, weil es übrigens von jedem gewollt ist, auch von der Stadt, auch vom Land, von allen Projektpartnern. Und ich wüsste mir gar nicht vorzustellen, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen es irgendwie anders, mit welchem Modell auch immer, was da unten los sein sollte. Insofern würde ich gerne festhalten wollen, finster entschlossen heißt, wir sind entschlossen, das umzusetzen und wir werden es machen im Rahmen der Kosten und im Rahmen der Terminpläne, die wir vereinbart haben. Das ist unsere Aufgabe, ist unser klares, glasklares Commitment auch aus dem Aufsichtsrat heraus und auch die Gutachten, auf die Ronald gleich eingehen wird, geben uns übrigens die Sicherheit, dass unsere Einschätzung, was Kosten und Termine angeht, absolut im Rahmen dessen sind, was auch diese Gutachter herausgefunden haben. Ja, ich kann das nur unterstützen. Ich habe dem Aufsichtsrat gestern eine Synopse vorgelegt, wo ich die unterschiedlichen Gutachten, die in der Welt sind, an den einzelnen Kostenpositionen gegenübergestellt habe und unsere Position dazu verdeutlicht. Und die habe ich Ihnen gerade gesagt. Nach unserem jetzigen Erkenntnisstand halten wir den Kostenrahmen ein und von daher kann ich gar nicht die Diskussionen, die zum Teil da auch öffentlich diskutiert und auch erörtert werden, nachvollziehen, weil die Kostenentwicklung, die wir sehen, bestätigt uns, dass wir den Rahmen nach jetzigem Stand einhalten werden. Die Frage, ob diese Gutachten zur Verfügung gestellt werden, dürfen Sie oder können Sie, aber wir können die nicht beantworten, die müssen Sie dem Aufsichtsrat stellen, weil der Aufsichtsrat derjenige ist, der die Gutachten, über die Sie reden, bei uns in Auftrag gegeben hat. Vielleicht sage ich, ohne dass das ein Seminar über Angebotsplanung hier halten, aber wenn Sie einen Kopfbahnhof haben, in dem Sie rein und wieder rausfahren müssen, haben Sie andere Probleme zu lösen als einen Durchgangsbahnhof. Wenn Sie ein Parkhaus haben, dass Sie vorne reinfahren können und hinten wieder raus, dann haben Sie einen anderen Verkehrsfluss und weniger Stau, wenn Sie ein Parkhaus haben, wo Sie an einer Stelle rein und an der gleichen Stelle wieder rausfahren müssen, weil dann vor dem Parkhaus wahnsinnig viele Leute warten, bis sie wieder draußen sind. Das ist im Kopfbahnhof übrigens ganz genauso. Und insofern muss man wahnsinnig aufpassen, dass man nicht einfach Gleise zählt und daraus die Leistungsfähigkeit eines Bahnhofs ableitet. Das ist schlicht und einfach nicht der Fall.